Kennen Sie das? Sie wollen etwas kaufen und suchen nach dem besten Angebot. Sie holen sich Tipps bei Freunden oder recherchieren im Netz nach Preisvorteilen. So sparen Sie mal 10 mal 100 Euro. Fühlt sich gut an und ist gut fürs Portemonnaie. Wie aber ist es, wenn es um Ihre Finanzen geht? Sind Sie da genauso clever? Sie haben die Wahl. Verlassen Sie sich weiter allein auf die Meinung Dritter. Oder nehmen Sie es selbst in die Hand und nutzen die Chancen der Fidor Bank Community, einer der größten Finanzcommunities in Deutschland. Hier tauschen sich Nutzer täglich über Finanzthemen aus. Was immer Sie in Sachen Geld beschäftigt, richten Sie Ihre Fragen an die Community. Hier erhalten Sie Hilfestellungen in allen Belangen. Lesen Sie zum Beispiel, wie andere User einen Finanzberater bewerten oder ein Finanzprodukt. Holen Sie sich Tipps, die Ihnen beim Sparen helfen. Oder legen Sie selbst welche an. Die User der Community werden es Ihnen danken. Nehmen Sie kein Blatt vor den Mund. Sagen Sie der Bank, welche Produkte oder Verbesserungen Sie sich für die Zukunft wünschen. Vergleichen Sie Ihr Finanzprofil anonym mit anderen und entdecken Sie so Optimierungspotenzial. Überzeugen Sie sich selbst. Wer in der Community aktiv ist, hat langfristig nicht nur mehr Ahnung, sondern auch mehr Geld. Das Bonusprogramm macht's möglich. Mit dem Fidor Pay-Konto können Sie dieses Geld ganz einfach managen, indem Sie es zum Beispiel über Ihr Fidor Pay-Konto schnell und einfach versenden. Und haben Sie die Kontonummer des Empfängers nicht zur Hand, tragen Sie einfach dessen E-Mail-Adresse, Handynummer oder den Twitter-Account ein. Oder Sie nutzen die Fidor Prepaid Mastercard. Mit ihr können Sie versichert online einkaufen oder einfach Bargeld beziehen. Das sind nur einige Beispiele, warum die Fidor Bank anders ist. Hier können die User mitreden. Diskutieren Sie mit der Bank oder anderen Nutzern die zukünftigen Zinsen. Oder liken Sie einfach die Fidor Bank, denn auch so geht der Zins nach oben. Fidor Bank, das ist Banking mit Freunden.